Aber es ist trotzdem nicht sehr viel. Na, es ist kein Beweis. Es ist ein Verdachtsmoment vielleicht, aber auch nicht mehr. Schwierig. Und dass er mit einer Perreine-Geweihten verheiratet ist, ist natürlich auch, ich will nicht sagen entlastend, aber naja, ihr wisst schon. Diese Isalinde, vielleicht sollten wir einmal mit ihr sprechen. Und wir sollten wirklich auf Leatmon aufpassen. Stellt euch vor, wie unwahrscheinlich es auch ist, es wäre tatsächlich Dankrad oder meinetwegen auch Talion. Wer kümmert sich denn darum, dass Leatmon beschützt ist? Ach, Raphim ist doch da. Ja, ich glaube, wir sollten uns da selber drum kümmern, jetzt wo wir da sind. Gerne, Raphim. Raphim macht das. Ja, den Kleinen, den kriege ich schon auf die Schulter. Ja, wollt ihr euch dann um diese Geweihte da kümmern und ich kümmere mich um den Jungen? Das klingt vernünftig. Ja, wir Ja, sollten auf jeden wunderbar. Fall mit ihr sprechen. Backe ist vorüber. Wir könnten sie zu ihren Gedanken zu der Prophezeiung befragen und vielleicht unauffällig in Richtung des Mordfalles nachfühlen. Und ihre Hochzeit, wenn sie und ich weiß nicht, Dankrad war es, nicht wahr? Ja. Ja, Dankrad, wenn sie und Dankrad erst 3 oder 4 Monate verheiratet sind. Naja. Ah, ob sie in Ilsur geheiratet haben. Sowas könnte man vielleicht fragen. Genau, denn es wäre ja eine vortreffliche Tarnung, die man sich aneignet, eine Geweihte zu heiraten. Ja, absolut. Und nicht jeder, der für den Feind arbeitet, muss gleich ein Paktierer sein. Nein. Wir sollten auf jeden Fall mit ihr reden. Aber ich würde sagen, das übernimmt diesmal besser eine von euch. Es wäre doch sehr ungebührlich, wenn ich als Berg sie über ihre Hochzeit ausquetsche. Das ist vielleicht eher so etwas, was Frauen miteinander besprechen, oder? Nun ja, wir Ihr können das gerne vielleicht? machen. Sicher, ja. Aber vielleicht nicht mitten in der Nacht? Oder Oh nein, auf jeden Fall nicht. Wir sollten Nein. bis morgen früh warten damit. Aber ich glaube, wenn wir uns alle noch einmal die Sachen hier gut ansehen und nun morgen mit frischem Mut ans Werk gehen. Ja, ich werde noch einmal magisch auf die Dinge schauen. Vielleicht ist ja irgendwo noch ein Hauch Magie zu sehen, wenn tatsächlich so ein Zauber die Briefe überbracht haben sollte und nicht alle aufgefunden worden sind vom Archivar. Möglicherweise können wir den Code rekonstruieren. Ich würde gerne mal einen Odem würfeln. Sichtbereich und in den Raum reinschauen. Ich würde mir gerne dafür Zeit lassen. Im Raum selber ist nichts magisch. Okay. Zumindest so, wie du das sehen kannst. Okay. Alles gut. Hier ist nichts zu sehen. Währenddessen kann Yalan mit einer schriftlichen Erlaubnis von Talion wieder hereinkommen und Abelmir durfte dann nach Rücksprache mit dem Blutbanner bzw. den Söldnern von Sarnin auch die Ballisten und Onager untersuchen. Und kommt damit dann eben auch wieder zu euch hinein. Also mit den Ballisten ist alles weit in Ordnung. Die sind vielleicht etwas, nun ja, nicht so gut gewartet, aber für einen Zimmermann fähige Arbeit. Die könnten etwas Öl vertragen. Die Frage ist, entlastet ihn das? In unseren Augen. In meinen Augen ja. Habt ihr, wir sind jetzt hier alle zusammen, ja? Ja, genau, also ihr kommt gerade zu zweit rein, aber mir ist Henderson noch ein bisschen Öl verschmiert, aber. Habt ihr etwas auftun können? Ja, entschuldige mich kurz, ich muss den Kleinen einsammeln. Und ich würde mich auf den Weg machen, Leatmon einzusammeln, wo immer der ist. Nun, wir haben uns einmal verschiedene Schriftstücke angesehen, bezüglich derjenigen Leute, die bei diesem Abendessen anwesend waren. Wir konnten einige, beziehungsweise zwei Leute ausschließen, aber die anderen stehen wohl immer noch unter Verdacht.
Insbesondere sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir auch Talion und Dankrad nicht vorschnell ausschließen sollten. Also sollten wir in Zukunft vorsichtig sein, was wir ihnen gegenüber sagen. Außerdem konnten wir feststellen, dass den fehlenden Briefen kein entsprechender Brief aus Perane Furten voranging, wie es sonst anscheinend hier üblich ist. Also, sie stehen für sich allein, oder die vorangegangene Korrespondenz ist auch verschwunden. Es scheint tatsächlich darauf hinzuweisen, dass diese Briefe für eine andere Art von Korrespondenz genutzt wurden. Aber das bringt uns noch nicht weiter auf den eigentlichen Mörder. Wir haben beschlossen, morgen einmal mit dieser Perane-Geweihten zu reden, und zwar sie unauffällig auch nach ihrem Mann zu befragen. Denn wir suchen eine Person in einer günstigen Position, die noch nicht allzu lange hier ist, und Dankrad ist nach allem, was wir wissen, erst seit einem Jahr hier. Und ich muss sagen, mir behagt der Gedanke nicht. Ich bin allerdings bereit, die Möglichkeit anzuerkennen. Aber egal, was sie tun, es darf auf keinen Fall bekannt werden. Vor allem nicht ihm, dass ihr ihn in irgendeiner Weise verdächtigen könntet. Könnte unseren Aufenthalt hier sehr schnell sehr unbequem machen. Natürlich nicht. Deswegen muss es aussehen, als ob wir einen reinen Höflichkeitsbesuch abstatten, während ihr weiter die Ermittlungen führt. Außerdem haben wir einen guten Grund, mit ihr zu sprechen. Schließlich wird sie sich als Perane-Geweihte auch so ihre Gedanken zu Leatmons Prophezeiung gemacht haben. Ja, ihr macht das also? Ja. Hervorragend. Währenddessen kann Rafim in der Kammer der Perane-Geweihten ankommen und du findest dort Leatmon Freisop schlafend vor. Neben ihm sitzt ein anderer Perane-Geweihter, der dich mustert. Er ist wohl gerade nicht am Schlafen, sondern hat da wohl gerade neben sich eine Brieftaube, die er streichelt und dir gerade Vogelfutter reicht. Und wenn du mit Mira gemeinsam reinkommst, nickt er dir zu und dann Mira kommt dann auf euch zu. Oh, Ursus Maritimus, einer der Ursidinae, ein Hundeartiger, ein Caniformia. Wusstet ihr das? Ausgezeichnet. Darf ich sie füttern? Was? Ich habe zwar nur gerade etwas Vogelfutter hier, aber wenn ihr erlaubt, dann würde ich noch etwas Trockenfleisch holen oder so etwas. Nee, ich habe noch Kamel auf dem Bären. Kamel, darf ich jetzt es mit Kamelfleisch füttern? Ein Weibchen. Ich möchte den Mann mal einschätzen. Ja, Menschenkenntnisprobe. Es geht hier um den Bären, nicht um den Jungen. Ja, das muss ich neu würfeln. Die 20 Schicksalspunkt. Neu, Schicksalspunkt, komplett neu. Och, ein Punkt, noch schlechter. Ja, er sieht wohl aus wie ein Tierfreund, würdest du sagen. Ja, aber mit meinem Kamelfleisch, ich habe das Gute gekauft. Ja, das hatte ich ja vorgehabt. Also, wenn ihr mir etwas davon holen würdet, aus der Satteltasche, ich sehe schon, da ist das Kamelfleisch drin. Ach, ein eigens angefertigter Sattel, ihr könnt damit auch sicherlich drauf reiten, oder? Natürlich. Was für eine ausgezeichnete Idee. Sicherlich 2,5 bis 3 Jahre alt von der Größe. Auch wenn das Wachstum sieht beschleunigt aus. Die Haare gut gefüttert. Ja, nur das Beste. Ab und zu auch ein bisschen Krokodil. Ich habe gehört, das soll die Haut härter machen. Ich kenne sonst normalerweise nur Schwarzbären hier in Tobrien, aber mit dieser weißen Farbe, man kann es tatsächlich noch sehen, sie kommt tatsächlich aus dem hohen Norden. Ja, richtig. Aber bitte bleibt mir von den Brieftauben weg. Ihr wolltet, glaube ich, zu dem jungen Leatmon Freisop, oder? Er hat schon von euch gesprochen, ihr müsst Rafim sein, der mit dem Bären. Ja, das ist Mira, der Bär. Ist aber eine Bärin. Leatmon schläft schon. Ja, kein Problem. Und er würde merken, dass ich mich anfange, an die Wand zu stellen. Ja, Mira, leg dich mal da vorne hin. Ja, ich pass nur auf, dass Leonmon keine Albträume hat. Ach so, ihr wollt ihn beschützen, ja? Ja, könnte man so nennen, ja. Leonmon, derweil klappert so ein bisschen mit seinen Augen. Rafim? Ja, mein Junge, du musst jetzt schlafen. Du bist doch nicht so groß. Ich besorg dir Pilze von dem Zwergen. Träum ich? Na,
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das musst du nachher Boltax fragen. Der kennt sich mit Träumen jetzt aus. Und dann streiche ich dem Jungen ein bisschen den Kopf, bis der wieder einschläft. Immer auf die Linke achten. Immer auf die Linke. Immer auf die Linke. Ja, so singst du ihm ein kleines Lied vor. Und er macht die Augen wieder zu und schläft sehr schnell wieder ein. Derweil wird Adebert in deine Satteltasche greifen, nachdem du es ihm erlaubt hast, und Mira mit kleinen Häppchen Kamelfleisch schüttern. Oh, was für eine Szene. Schön. Ja, du siehst wohl, dass er sich hier in der Kammer der Bereinigeweihten um die ganz generell nicht nur um die Brieftauben kümmert, sondern auch um Ziegen, Hühner, auch wenn die jetzt aktuell nicht hier sind, aber seine Kleidung verrät das wohl. Das ist so sehr dreckig und von irgendwelchem Tierkot dann verschmutzt. Derweil bei den anderen. Was wollt ihr morgen machen? Aber was denkt ihr? Es bringt nichts mehr, diesen Holzfäller noch weiter unter die Lupe zu nehmen, oder? Ich denke nicht, nein. Welchen Holzfäller? Nun, den Zimmermann. Zimmermann, Holzfäller, alles das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, aber lassen wir es sein. Bei uns zu Hause war der Holzfäller immer auch der Zimmermann. Also ja. Ein Bergmann ist etwas anderes als ein Steinmetz. Ich habe keine Ideen. Wir könnten die Räume durchsuchen, unauffällig. Nun, wenn diese Briefe hier archiviert worden sind, dann ist normalerweise auch immer etwas per Brieftaube angekommen. Vielleicht könntet ihr euch im Turm der Brieftauben einmal umschauen. Oh. Und dann werden wir diese beiden Dinge morgen tun. Wir nehmen zunächst den Taubenschlag unter Betracht. Und sollte sich da nichts auftun, die Räume von einigen, sagen wir, verdächtigen. Und vielleicht auch an... Nun ja, Habelmir, du beherrschst doch diesen Botenzauber, den schwarzen. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich dafür an bestimmte Stellen hinstellen muss, aber vielleicht könntet ihr einmal schauen, an welchen Orten man ein solches, Wesen beschwören könnte und unauffällig losschicken. Der Ort ist egal, zur Nachtzeit muss es passieren. Verstehe. Dann vielleicht nach, magischen Spuren suchen, wo eine solche Beschwörung stattgefunden hat. Vielleicht haben die Tauben ja auch was gesehen. Ich glaube nicht, dass Tauben sprechen können. Ja, aber Tauben denken. Seit wann? Oh, also, Abelmir, natürlich denken Tauben. Ich wette, ich könnte die Tauben im ganzen Taubenschlag dazu bringen, euch auf den Kopf zu scheißen. Ich kannte jemanden beim Bannstrahl, der hat hinauf und hinab geschworen, die Tauben würden immer garantiert ihm auf den Helm kacken. Ich glaub's. Nun, das Vermögen, sich zu erleichtern, spricht nicht für ein Denkvermögen, sondern ist ein natürlicher Instinkt, nicht wahr? Aber koordiniert defekieren, das spricht für ein Denkvermögen. Und das spricht für ihre Gemeinheit. Nun, aber das spricht auch dafür, dass sie gewisse einfache visuelle Reize wahrnehmen können. Worauf wollt ihr hinaus? Nun, wenn die Tauben etwas gesehen haben und man sich mit den Tauben unterhält oder in ihre Gedanken blickt, vielleicht sieht man ein paar Bilder. Nun, vielleicht wollt ihr die Tauben untersuchen. Ja, das war ein Vorschlag. Also, wollt ihr sie nach ihren Flugrouten befragen? Nein, aber wenn eine Taube in einem Taubenschlag sitzt und da kommt irgendein schwarzer Vogel rein und löst sich dann in irgendetwas auf. Ihr habt den Zauber immer noch nicht verstanden, oder? Es ist egal. Dieser schwarze Vogel, wie ihn nannt, muss nicht unbedingt hier im Taubenschlag landen, sondern direkt zum Empfänger gehen, fliegen. Das ist mir bewusst. Aber solche Briefe sind immer über den Archivar eingegangen. Also muss irgendwo irgendetwas hier im Taubenschlag gelandet sein. Der Archivar wird den anderen diese Briefe vorgelesen haben. Ansonsten wären diese Briefe doch gar nicht im Archiv gelandet. Vielleicht ist es ein spezieller Vogel, der von einer bestimmten Stelle ausgesandt wird und wieder zurückgeschickt wird. Eine Taube, die nicht hier stationiert ist, sozusagen. Tauben fliegen ja immer nur in ihren Heimatschlag zurück. In der Tat. Vielleicht finden sich irgendwelche
Schriftungen oder so, die verdächtig sind. Also gut, dann frage ich die Tauben eben nicht. Doch, ich frage sie nach... nach fremden Tauben zum Beispiel. Fragt sie, ob sie an einen anderen Ort fliegen als, wie hieß dieses Dörflein noch, in Weißtorien? Perrainefurten. Perrainefurten, exakt. Also ihr wart dein Gedächtnis dort. Ist auch nicht mehr was, was es mal war, oder? Nun ja, ich merke mir nicht jede tobische, hinterweltliche Stadt. Verzeiht, aber... Ach, ihr betrügt mal wieder euren kleinen Geist. Ich habe schon halb den Plan formuliert, um sein Essen zu spucken, aber dann überdenke ich es mir besser. Voltax, dieser Plan mit den Tauben und dem Defekieren, das gefällt mir. Das kriege ich so. Natürlich. Nun, ihr untersucht die Tauben und wir schauen uns unauffällig vielleicht in die Gemächer der Verdächtigen um. Und den Taubenschlag, vergesst das nicht. Und ich denke, wenn Voltax die Tauben untersucht, könnt ihr auch dieses unternehmen? Ich blicke zu ihm herunter. Ja, das kriege ich hin. Ich gucke mir den Taubenschlag einmal genauer an. Nun gut, dann wir tatsächlich in Gemächer. Nächster Tag. Dann könnt ihr einige Stunden schlafen, nachdem ihr in Ilso angekommen seid und so herzlich begrüßt wurdet, dann allerdings mit dieser neuen Nachricht wieder aus den vom Schlaf abgehalten worden seid, könnt ihr dann in eurer kleinen Kammer nächtigen bzw. Rafim dann vor Leotmund Freisorb Wache halten und erwacht am nächsten Tage, die Sonne scheint hinein in das kleine Fensterchen und so gräut der nächste Tag. Nun, weiß jeder, was das zu tun hat? Vielleicht sollten wir zu zweit gehen, diese Kammer von diesem Talion. Einer steht, nun ja, Wache, einer durchsucht sein Zimmer. Gut. Ihr steht, ich suche. Nun gut, wenn ihr euch das zutraut. Ich werde unauffällig klopfen an die Tür, falls jemand kommt. Hervorragend. Okay, Abelmir und Jarlan versuchen in der Burg das Zimmer von Talion aufzutreiben und können nach wenigen Befragungen, die ihr unauffällig in der Burg bei den Wachen dann hinterlasst, auch das Zimmer finden, was ihr dann geschlossen vorfindet und auf euer leichtes, sachtes Klopfen antwortet keiner. Wahrscheinlich ist er ausgeflogen. Ich versuche erstmal die Tür zu öffnen. Verschlossen. Abelmir, habt ihr Versagerbesteck? Nein. Dann gib mir eure Haarklammer. Sicherlich. Ich hole mal so ein Stück Draht aus meinem Rucksack. Hier, das muss reichen. Und dann versuchen wir das Schloss aufzubekommen. Schlösser knacken. Ich möchte diesen Mirakel. Ich werde erst eine Weile daran herumfriemeln. Dann irgendwie Abel mir noch sagen, ich halte das mal. Dann eher frustriert, dass wirklich Hilfe suchen, leise zu Fex beten. Zu Fex, dem Wächter der Nacht, nicht der Wächter des Tages. Er wird ihn als Wächter der Nacht ansprechen, vermute ich auch nicht. Er wird sich irgendwie auf seine Preistagsschule. Ja, richtig, danke, auf einer Preistagsschule besinnen und irgendwie so eine leichte Verhandlung mit ihm führen. Ja, Fex, wir stehen nicht unbedingt auf dem besten Fuß. Ich weiß es auch nicht. Hilf mir und... Dann hadert eine Weile mit sich. Spürst auf alle Fälle den strafenden Blick. Die Sonne, die wohl gerade auf das Schlüsselloch scheint, durch eine der vergitterten Fenster und dich mahnend davon abhält, jetzt zu Fex zu beten, anstatt zu Praios. Und dann lege ich bei Praios ein gutes Wort für dich ein. Ich habe da einen guten Draht. Und ob das ein Deal ist, den Fex nimmt oder nicht, werden wir jetzt erfahren. Ich nehme mal halbe Erschwernis, ja? Also die Hälfte der eigentlichen Praios-Erschwernis. Ja, mach einfach mal eine Liturgie-Kenntnisprobe. Genau. Ist sehr gelungen. Ziemlich gut sogar. Nebst sämtlicher, ich weiß nicht, sonstige Erschwernisse sollten relativ Schlösser knacken. Und dann, das sind 5 plus 3, das sind plus 8 auf Schlösserknacken. Schlösserknacken habe ich auf 3. Er versucht so ein bisschen die Nadel dann mit dem Mund und der Zunge hin und her zu schieben, nimmst dann doch zusätzlich deine Finger, er hockst dann genau vor der Tür mit deinem Mund und man muss sich irgendwie helfen, auch wenn du jetzt mit deiner linken Hand arbeitest, nicht mit deiner Schwerthand. Kann mir jemand kurz die Attribute sagen? Sorry.
Würfel 3W20. Ja. Oh, die 20 wieder. Ja, die 20. Bitte sag mir noch das zweite. Auf Konsti. Die zweite ist Konsti? Ja. Okay. Sekunde. Nein, Entschuldigung. Schlösser. Intuition. Okay, das ist gut. Dann fehlen mir da 6. Das heißt, ich habe 2 Punkte über. Ja, du schiebst und schiebst, aber es klickt nicht ganz. Der letzte bleibt wohl verschlossen. Der letzte Widerhaken. Ja, braucht ihr noch? Soll ich euch helfen? Doris, kennt ihr das denn? Natürlich. Warum mache ich das dann? Ich wollte euch zusehen, was ihr da treibt. Ich könnte mal eine Sinnschärfeprobe auf Hören ablegen. Ach, jetzt geht's auf einmal. Und könnt hören, wie sich Schritte nähern. Stiefel. Ich reiß den Draht da raus und schiebe ihn irgendwie in meine Tasche. Und Abelmeer, wir müssen also hier lang in Richtung der Speisekammer, ja? Ich glaube dort lang, nicht wahr? Ah. Also ich weiß, da hinten geht's herum, aber da ist zu. Talion von Donnerbach ist wohl gerade herangetreten. Ja, haben wir schon gesucht, ihr seid gar nicht beim Gottesdienst. Ja, wir haben uns hoffnungslos verlaufen, euer Gnaden. Kennt ihr euch denn nicht in einer Burg aus? Diese Burg ist ganz schön groß. Ja, das stimmt wohl, aber Klippstein ist ähnlich zu den anderen Burgen errichtet. Wollt ihr mitkommen oder nicht? Ja, selbstverständlich doch. Einige Worte von den Helden zu einer, ja, Zeremonie. Die anderen habe ich jetzt auch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo sie gerade rumrennen, aber zumindest euch habe ich hier gefunden. Dann kann ich die Suche hier abbrechen. Kommt mit. So viel dazu. Ja, weil bei den anderen. Afim erwacht neben dem Brennegeweihten, Liadmund Freisop, und Adelbert ist wahrscheinlich verschwunden. Zumindest siehst du ihn nicht, die Tauben sind weg und ja. Du bist alleine mit Liadmund, der erwacht gerade in deinen Arm. Na, mein Junge, wie geht's dir? Oh, Afim, ich hab geträumt, du bist ja wirklich hier gewesen. Ja, natürlich war ich hier, ich muss ja auf dich aufpassen. Ich hab das Gefühl, heute passiert irgendwas Großes. Ich hab ein gutes und ein schlechtes Gefühl. Ich kann das auch nicht ganz einschätzen. Oh, dann ist es bestimmt ein Kampf. Vielleicht. Aber du bist jetzt ja hier. Ja, richtig. Du musst auf Zunamin aufpassen, nicht, dass hier was passiert. Sie ist so hübsch. Ja, da hast du recht. Eine hübsche Frau, aber... Was machen wir jetzt? Ja, jetzt muss ich dich erstmal warnen. Sehr hübsch, die Frau. Aber sehr gefährlich. Ja, du bist auch gefährlich. Du bist auch gefährlich. Ja, wir sind beide gefährlich, aber sie ist in anderer Weise gefährlich, glaub mir. Ich hab das Gleiche schon mal mit Greifenmund mit angesehen. Bei den Rayanis musst du vorsichtig sein. Greifenmund sagt immer, die fliegen im Wind. Weißt du, was ich meine? Ja. Die sind nicht an einer Stelle, sondern die sind nicht erdverwurzelt, sondern die schwimmen. Ach so, ja, nee, das wusste ich schon. Ich wollte einfach nur, dass du auf sie aufpasst. Weil ja, natürlich. Sie ist auch was Besonderes. So ein bisschen wie ich. Von den Göttern auserwählt und so. Deswegen. Ja, das sind wir doch alle. Ja, du auch. Wie gut aussehen denn. Ein Kamaler Kausalknoten. Habe ich dir ja schon mal gesagt, ne? Ja, ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber hast du schon mal auf dem Bären gesessen? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, setz dich mal auf Mira drauf. Mira war damals noch so klein. Ja, jetzt ist sie ja groß. Mira, Schatz. Oh, schön, dass du auch schon aufgewacht bist. Ja, wunderbar. Leonmann, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Ich hab noch nicht gefragt. Ich wollte eigentlich, wenn ich darf, ich wollte erstmal mit Talion sprechen und mit Isalinde. Und dann wollte ich wieder zum Pereine-Tempel. Aber der Park, also, da muss ich ja mal irgendwelche vom Blutbanner, die müssen da ja mitkommen. Weil da wird ja scharf geschossen. Ja, ich frag die anderen, vielleicht kommen die ja mit. Oh, das ist gut. Dann muss vielleicht kein anderer mitkommen. Dann können wir uns den Park angucken. Ja, oh, den Park. Oh, suchen wir die anderen. Ja, wunderbar. Boltax kennt den ja schon. Dann suchen wir Boltax. Ja, sehr gut. Ja, ich setze den Jungen auf den Bären und dann gehe ich mal zu unserem Zimmer zurück. Ja, aber bei Zulamin. Nun, was meint ihr, Isarun? Wollen wir die Geweihte beim Frühstück suchen? Oder sie in ihrer Kammer überfallen? Vielleicht... auch ein Gottesdienst. Wollen wir uns vielleicht mal umhören? Ja, ich meine, ich hätte vorhin eine Glocke gehört. Das ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht findet da tatsächlich einer statt. Wollen wir einmal nachsehen?
Ja, das scheint mir der wahrscheinlichste Ort zu sein, um eine Geweihte zu treffen. Und dann können wir sie ja danach zu einem Gespräch bitten und vielleicht irgendwie spazieren gehen oder so etwas. Sie zu ihrer Kammer begleiten. Ja, vielleicht treffen wir dann auch Leatmon und Rafim. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg der Glocke nach. Immer schön geduckt, weil man hat uns was von Pfeilen gesagt. Ja, den Glocken folgen könnt ihr dann im Inneren eines, dieser kleinen Burg, ein Schrein, der für Rondra hier aufgebaut worden ist, könnt ihr dann herantreten, wo sich dann wohl auch schon einige der, Burgbewohner versammelt haben, vor allem viele von den, vom Blutbanner und den eigentlichen, Schrein Herrenthalia und von Donnerbach könnt ihr hier nicht finden. Euch wird aber wohl gesagt, dass er euch wohl gesucht hat und im Inneren der Burg umherstratzt. Aber ihr könnt vorne an einem der Schreine Isalinde erkennen, die da wohl gemeinsam mit Dankrat steht und bereits wohl nicht zu Rondra, sondern zu Pereine betet. Tritt dann aber auf euch zu, wenn ihr kurz zu verstehen gebt, dass ihr mit ihr sprechen wollt, und Dankrat nickt euch dann auch mit einem Lächeln zu. Unterhält sich da wohl mit ein paar Wachen und wird sie in eine andere Richtung schicken. Ah, Parallel zum Gruß. Ich habe schon gehört, dass ihr angekommen seid. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Isalinde und passe vor allem aktuell so ein bisschen auf Leatmon Freisop auf. Ich habe von dem auch schon gehört, dass ihr dafür verantwortlich seid, dass er hier in Isel ist, und ich halte das nicht für eine gute Idee, aber hier in meinen Händen ist er wohl mit am besten aufgehoben. Ja, wir hielten das auch nicht wirklich für eine gute Idee, aber es erschien uns auch falsch, ihn aufzuhalten, wenn seine Göttin ihm eine Vision schickt. Und ja, genau darüber wollten wir mit euch reden. Wollen wir uns ein ruhiges Plätzchen suchen? Ihr habt euch ja bestimmt auch eure Gedanken gemacht, nicht wahr? Ja, ich habe auch schon von dem Mord gehört. Schrecklich, schrecklich. Verräter überall. Auch wenn wir die Pfeile fürchten, aber wenn jetzt noch der Dolch im Rücken wartet, furchtbar. Dann kommt mit. Ich glaube, Talion sucht nach euch selber oder nach den anderen von euch. Habt ihr euch wahrscheinlich in der Burg oder sowas verlaufen? Naja gut, ein bisschen Zeit haben wir noch, bis er kommt. Scheren wir uns dahin.